Der Verkehrssenator ist natürlich mit der Regionalbahn gekommen. Bislang fährt die aber nur alle halbe Stunde von Rahlstedt in die Innenstadt. Doch mit der S4 soll es dann alle 10 Minuten Richtung Innenstadt gehen. Ein Riesenschritt für den öffentlichen Nahverkehr in Rahlstedt. Dieser Punkt hat eine große Bedeutung, weil wir mit diesem Punkt Rahlstedt und damit Hamburgs größten Stadtteil, insgesamt 120.000 Menschen, neu und viel, viel besser an den Nahverkehr anbinden und an den Schienenverkehr. Mit der S4 werden wir Rahlstedt im 10-Minuten-Takt anbinden. Wir rechnen mit einer Vervierfachung der Fahrgäste und natürlich dann auch mit viel mehr Menschen, die in den Bus umsteigen. Und abgesehen davon ist der Busbahnhof in Rahlstedt auch echt in die Jahre gekommen und die Menschen haben einen schöneren, neueren und tolleren Busbahnhof verdient. In die Jahre gekommen und auch recht klein für den Bedarf von zurzeit rund 13.000 Fahrgästen täglich. Und der Umbau des Busbahnhofs erfolgt auch unter keinen leichten Bedingungen. Herausforderung ist natürlich das gleichzeitige Bauen. Also wir müssen unter rollendem Rad die Busanlage erneuern, komplett verändern in ihrer Logistik, wie sie heute funktioniert, zu dem, wie sie zukünftig funktionieren soll. Wir schaffen deutlich mehr Fläche für Abfahrbereiche und dann sozusagen sehr, sehr schnell auch fertig werden, weil die Kollegen der Deutschen Bahn dann ja mit dem Bau der S-Bahn-Station schon in 2026 beginnen werden. Dann geht es los mit den Umbauten hier am Bahnhof für die S4, die dann schon Ende 2027 in Betrieb genommen werden soll. Die Planungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Natürlich sind die grundlegenden infrastrukturellen Gegebenheiten auch schon im Rahmen der Planfeststellung natürlich geklärt. Aber hier geht es jetzt wirklich um die Ausgestaltung, also Lichtkonzepte, Farbkonzepte. Wie soll das gute Stück konkret aussehen? Und da sind wir in enger Abstimmung mit der Stadt, mit den Beteiligten. Wie der neue Busbahnhof in Rahlstedt aussehen soll, ist hingegen schon klar. Ganz modern, mit Solarpaneelen und grün auf den Dächern, unter denen man dann überall trockenen Fußes in den Bus einsteigen oder zur S4 umsteigen kann. 23 Millionen Euro gibt die Verkehrsbehörde dafür aus, die Hochbahn nochmals 8 Millionen Euro aus eigener Tasche.